Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei LS19 oder Karte von Thüringen, Gesundheit Punkt 1. Ja, ich fahre jetzt zu meinem Abladepunkt. Und zwar haben wir auf Hof 1 eine BGH und die will ich nutzen. Und zwar einen bestimmten Silo. Deswegen fahre ich da jetzt nach hin. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt von der Entfernung her den richtigen Punkt aussuche. Ich hoffe auch, das klappt hier mit Fahren. Wenn die Kurse habe ich nicht erstellt, das hat ein Kollege gemacht über ein Forum bei Castor. Den habe ich dann mal benutzt. Habe es hier eingefügt. Das eine andere wäre sicherlich noch anpassend für mich, was ich brauche. Das kann sein, aber im Großen und Ganzen ist das so ganz gut bis jetzt. Also was funktioniert, werde ich nicht ändern. Ne? Ob er nachher lang fährt, weiß ich nicht. Ich muss nur schauen, dass ich da die Silos nutze. Und zwar erstmal das zweite Silo. Deswegen fahre ich hierher, um genau zu sehen, welchen Silopunkt wir jetzt annehmen wollen. Ne? Das ist hier Silo. Silo 4, Spur 1. Und nachher müssen wir Silo 4, Spur 2 nehmen. Und dann brauchen wir extra herfahren. Also Silo 4. Nicht garantiert viele Silos hier. Hof 1, Silo 4, Spur. Ja, Silo 4, BGH. Das Silo 4. Hof 3. hier Hof 1. Silo 3. BGH muss ich suchen, ne? Ja, hier Hof 1, Silo. Ah, gut. Und Spur 1. Den fahren wir Richtung Feld. Und den anderen nehmen wir Silo 4 BGH Spur 2. Der trifft ja ganz gut hier, haben wir gleich getroffen. Hier ebenfalls Drescher-Funktion nehmen. Ne, Feld Nummer 29. Stand auch nicht. Ich muss jetzt vieles gucken jetzt. Ich hab vergessen. Feld 29 Nord, glaube ich. Ja, Nord war es gewesen. Einstellung geweitert. Ausfahrt. Nächstgelegenen. Mehrere Ausfahrten. Und hier. Hof 1. BGH. Spur 2. Wir fahren mal gerade mit und dann gleich den ersten starten. Ob das gut klappt, mal sehen. Das nur mal abwarten, ne? So, der erste mal schon mal geprogrammiert. Ob das mit dem Pferdegras geht, vielleicht werden wir gleich sehen. Links. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Da müssen wir gleich den zweiten Abfahrer wegnehmen. Abstand. Erhöhen wir ein bisschen, ne? Der muss ein bisschen rechnen, das dauert ein bisschen. Den Käse noch wegnehmen, sonst steht er im Wege. Und das ist ja auf Dauer schlecht. Also der andere muss gerade den Kurs berechnen auf dem Feld, das dauert ein bisschen und den können wir ja notfalls dazu nehmen, wenn das nicht reichen sollte. Ich würde mal pro Fahrzeug ein Fahrzeug nehmen, um da
Probleme erstmal aufstehen. Zum Anfang jedenfalls müssten Zeitfahrzeuge ausreichend sein. Müsste. Genau das gleiche. Dann müssen wir den ein bisschen wegnehmen. So. Starten wir gleich. Weiß nicht genau, was funktioniert. Ah, das funktioniert. Oh, so schön. Wie gesagt, da ist ja so eingestellt, dass eigentlich die Krone vorne fahren soll. Ein bisschen manuell vorarbeiten. Gucken wir mal ganz kurz hier mal einstellen. Dann werden wir kurz uns selber mal hier. Eingreifen. Gut, das ist ein Chaos. Ich jetzt noch nicht mehr als umgesprungen. Ich bin irgendwie rübergesprungen. Ich muss mal die Krone mal losschicken, ob er überhaupt fährt. Öffnen, Junge, öffnen. Gehört nichts. Ob man den Schwung in die Kuschen kommen hier, ne? Also. Zeigt Gras an, okay. Ja. So noch ein Fehler, glaube ich. So. Für das 15.9. Kann man gleich einen zweiten Punkt nehmen. Da schon mal starten. So. Ach so, hier noch einstellen, Feld 29. Sonst wissen wir nicht genau, wohin geht, ne? Und wenn man gleich den zweiten auch noch machen soll, dass er weiß, wo er ist. Ja bitte, das heißt Gras wieder hat dazu auch nichts. Fällt mir nur. Da ist schon Bescheid, da man reagiert, ne? Zweiter fällt auf. Das scheint zumal schon zu funktionieren, also. Er braucht den Abstand, das ist richtig. Das scheint zu klappen. Das ist, glaube ich, mäßig eingestellt, dauermäßig 100 Meter, glaube ich.
wenn das klappt, dann brauche ich noch ein Fahrzeug zum Verdichten auf Feld und auf die BGH. Ja, das ist ja auch noch ganz okay. Das scheint zu funktionieren, ne? Also ich hätte auch nicht so, also. Habt ihr keinen Bock mehr oder was? Lasst nicht so viel Vorsprung, sonst kommt ihr euch in den Quere. Gut, ich brauche ein Fahrzeug für Verdichten. Also meistens, da haben wir unseren nach Holland gehabt. Aber wo der jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Da Getreide. Ja, hier klappt auch super. Wir waren an den großen. Wo ist der? Hier, unser Mistfahrer hier. Mal mal an hier, wie Mist wir jetzt haben. Gibt's doch gar nicht. Die Kühe machen so viel Scheiß und dann fährt das nicht, ne? Das folgt nicht. So, wo ist unser Neuholland? Müsste ich eigentlich irgendwo haben, aber wo? Ah, das ist eine gute Frage. Vielleicht im großen Stall? Dass wir ein bisschen Platz haben links, ne? Geht viel rein. Erreichen an 2020 Euro. Aber jetzt geht's hier auch los. Ja, super, das klappt doch. Ja, so sieht Pferdegras Erden aus und kriegen wir Gras aus. Was blöd ist, weil der Pferdegras kriegst du ja bei der BGH ja mehr, ne? Und bei nur Gras, das Zeichen ist ja ungünstig, ne? Oder muss ich das Landwerk haben von Castor? Dieses hier. Ja, gut, das werden wir mal kaufen, ne? 2-mal. Zurück. Ob wir den Häcksler auch nehmen müssen? Könnte sein, ne? Feldhäcksler, Mähdrescher, Zuckerrohr, Mähtechnik, ne? Wie wir sehen, ne? Plattenschutz. Zurück. Wird ja teuer, ne? Langes Entladerohr, Breitreifen auf jeden Fall. GPS brauchen wir nicht. Mittag, Trelleburg. Trelleburg, ne? Am besten. Brauchen wir auch gleich zwei, ne? Dann tauschen wir mal aus. Ob das klappt. Ne, anderen Ballkäse und halt vom Mais nehmen. Ach, hier ist noch Roland, ist genau. Den brauchen wir her. Für Hof 1. So, Hof 1. Da fahren wir hin. Oder lass mal hinfahren. Dünn klappt.
Ja, das machen wir später. Ich muss sehen, ob wir ein Pferdegras hinkriegen, ne? Das ist die Modifikation von Castor. Und das werden wir jetzt auch probieren. Ich hätte vielleicht erstmal mieten sollen, aber gut, Risiko, ne? Ist ja halt so, ne? Wenn ich eine miete, muss ich hinterher doch kaufen, und wenn ich jetzt dann halt, dann haben wir keine Zeit für sowas, ne? Spielerei. Klappt oder klappt nicht. Wenn nicht klappt, dann verkaufe ich die wieder. Und mal gucken, ob der Pferde gerade annimmt. Oh. Wir werden gleich mal Fahrzeug Nummer 1 ersetzen. Wir werden mal hier kopieren. Feldarbeit. Wählen, Schwatt. 3,5. Das ist Deck 5, Deck 500. Jaguar können wir nehmen. Rechts, und auf der linken Fahrt. Und vorne ausklappen. Oh ja, die Kabine hoch, ja, wie schön. X. Und die anderen Dekone mal einholen und dann mal kurz. Ja, aber testen wir gleich, ne? Mal kurz ansetzen hier. Da zeigt er nicht an. Gut, das war mir klar. Ich meine, das wird ja reell eben ja manuell gesteuert, also zum Anhänger. Hier geht es ja automatisch, hier geht nichts daneben. Alles perfekt. Krach. Er fährt auch ein bisschen schneller, glaube ich, in der Ernte. Gut, da hätte ich unbedingt haben müssen, aber funktionieren muss es, ne? So. Dann muss ich auch sehen, dass das Gras dann nicht dahin kippen, ne? Das ist halt, wenn jetzt Pferdegras aufkommen würde. Das passt ja nicht, ne? Und wo einigen Silo eigentlich egal. Der Gras genommen, macht nichts. Am Rand. Hier ist tauschen. Fliegender Wechsel. Laufen. Hetzen. So. Lassen. Oh, jetzt ist schwierig. Auch entlassen. Das ist nicht ganz schwierig mit dem Käse. Oh, also mit, alles mal stoppen hier. Weil sobald er irgendwo entlassen ist, dann erkennt er ihn immer an als Abstandsregelung und dann ist es sofort sagen wir ganz schlecht. An sich können die ruhig vorbeifahren. Den klappen wir ein. Und vorne auch, dass wir erkennen können und entscheiden können. Und dann mal schön außerhalb des Kurses umstellen. So, den zweiten mal schon mal bereit machen und dann muss ich vorher den Anhänger noch leer machen, sonst kann das sein, dass er das wieder als Gras nimmt. Es ne? Könnte sein, dass das Pferdegras ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das Gras werde ich dann mal ja, in einen anderen Silo reinkippen, ne?
einstellen. Machen wir gleich mal. Schalt mal durch. Ah, ja gut, okay. Ich würde mal so machen, hier wäre Escape hier, dass wir da den Ding. Ja, hier haben wir es. Muss schnell sein. Damit er eben nicht gleich wieder. Was? Gleich den anderen auch ausstellen. Und dann muss ich die immer leer fahren. Oder kippt die irgendwo ab. So. So, X. Einklappen. Erstmal ja, wegstellen kann man sagen. Ne? Vom Feld runter, damit die nicht im Weg stehen. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt klappt oder nicht klappt mit Pferdegras, weil die Frucht ist ja Pferdegras und nicht Gras. Es könnte sein, dass es nicht klappt. Wäre aber auch nicht tragisch, dann wäre es halt so. So. So, Lüscher. Stress ohne Ende, aber gut, muss man jetzt mal so sagen. Ciao, ciao, die Folge ist schon leicht überzogen. Ja, morgen geht's hier weiter, ne? Hier im Kühlen. Und ein dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Und, ja, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder seid. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.